So, liebe Leute, da sind wir wieder mit Dark Souls 3, Teil Nummer 1,46. Und auch wenn wahrscheinlich viele das Spiel selber spielen wollen, die Zustimmung laut der Zahl nicht so wahnsinnig groß ist, trotz dieser Zeit, machen wir einfach weiter. Für alle, die dabei sind, sage ich schon mal vielen Dank, dass ihr zuguckt. Wer es nachholen will, alles auf YouTube, wo ihr es vielleicht auch schon seht gerade. So, wie ihr seht, ich habe mein Großschwert. Bam! Auch wenn ich noch nicht so sonderlich schnell mit dem Ding bin. Aber das wird noch. Und wir haben gerade einen Schlüssel bekommen von dem einen Herrn, der mir immer noch sehr suspekt ist. Und ich glaube, wir können jetzt hier... Nein, okay. Ich dachte vielleicht, wir können da jetzt hin. Aber dann irre ich mich. Aber ich würde sagen, wir testen mal ein bisschen das Schwert aus. Ja, doch, gefällt mir. Ja. Zweihändisch ist das natürlich super geil. Was für den nächsten Endgegner, den wir in der letzten Folge gesehen haben, sehr hilfreich sein wird. Weil wahnsinnige Reichweite... Und somit auch guten Flächenschaden. Vielleicht haben wir hierfür den Schlüssel bekommen. Ich weiß es nämlich nicht. Hä? Für was haben wir dann den Schlüssel bekommen? Na, egal. Und wir müssen uns jetzt immer noch durch dieses Schloss da kämpfen. Was sich schwieriger herausstellen wird als erhofft. Na, mein Plan wäre einfach... Ach so, ja. Ich wollte auch noch einen untoten Knochensplitter verbrennen. Ich glaube, von denen habe ich zwei. Super geil. Habe ich vielleicht noch einen? Okay, aber zwei. Das ist relativ cool. Das ist cool. Wie die coolen Kids sagen. Ja, ist keine Axt, aber gespalten wir trotzdem. Und wir schauen mal. Ich habe auf jeden Fall Bock auf das Schwert und ich hoffe, es steuert sich ein Ticken besser wie im zweiten Teil. Weil da gab es dieses Problem. Man wollte zwar gerade aushauen, ist aber kurz mit dem Stick nach hinten, glaube ich, war es. Und hat er nach hinten geschlagen. Und das ist natürlich Bullshit. Sagen wir, wie es ist. Es ist Bullshit. Und diese Tür sollten wir heute aber noch geöffnet kriegen. Alter, wie schnell das geht mittlerweile. Das haben die richtig gut hingekriegt. Ich finde schön, dass Gelo und Scheinerchen so aktiv im Chat sind. Die halten echt hier noch die Fahne hoch in der Community bei mir. Das gefällt mir gut. Und ja, wir werden unter uns bleiben, so wie das aussieht. Hallo. So, wo geht's lang? Du hast da noch nichts freigeschalten. Alles klar. Muss ich nur wissen, dann weiß ich nämlich Bescheid. Willst du die platt machen? Du willst die platt machen? Ist das geil! Wir haben übrigens sehr viele kleine Titanitscherben gesehen. Was gut ist, denn die können wir dafür verwenden, unser Schwert noch ein bisschen aufzupumpen. Es ist der Shit. Das Schwert ist der Shit. Ich finde auch diese neuen Waffenarts geil. Ich
muss mich jetzt nur halt echt umgewöhnen. Das ist halt auch eine geile Attacke. Und jetzt nochmal runter. Wow! That was quite unexpected. So, jetzt. Wir können jetzt hier natürlich auch noch Stunden um Stunden damit verbringen, die kaputt zu hauen. Kommen wir hier in einen Kreis. Ich mangel mir gerade ein bisschen an der Ausdauer. Obwohl die sich ja eigentlich relativ schnell aufladen sollte. War nicht optimal, das Schwert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Schauen wir mal, wenn das Ding hier kommt. Das wird jetzt nämlich den Vergleich bringen. Dass ich dieses Schwert hier nutzen kann. Nicht optimal, nicht optimal. Wir sind noch nicht sonderlich stark und das Schwert macht noch nicht den Schaden, den ich gerne hätte. Noch nicht den Schadensoutput. Ein weiteres Phantom wird beschworen. Das ist natürlich gut. Ja, was ist da oben? Das sind hübsche Verzierungen, ne? Ach, guck mal. Noch so ein Sunbro. Hier. Das sind wir. Synchron verbeugt. Schon recht. Oder du hast schon recht. Sollte eigentlich das andere auswählen. Wo ist es denn? Wo ist denn ins Wert? Da. Weil damit ist man halt doch noch mal ein bisschen schneller unterwegs bis jetzt. Ist halt so, ne? Kann man nichts machen. Lauf auch über die Planke. Safety first. Aber genauso will ich es eigentlich dann auch haben. Wenn ich dann nachher spiele. Nice. Trotz, dass ich ja echt nicht auf Agility oder so gepumpt habe. Alla! Wir die aber auch vermöbelt hier. Was hast du denn für ein Schwert? Spaßvogel. Nice. Aber wir halten
etwas aus. Das kann man schon mal so sagen. So, ich renne da durch. Da oben noch einer. Kommt zu euch. Alter! Das Blut ist hier aber ein bisschen gemindert, sehe ich gerade. Als ich die Preview-Version gesehen habe, war da echt viel Blut. Und es war kein schönes Blut, muss ich sagen. Aber ich sehe schon, ja, das Katana ist halt echt stark. Was die für Leben haben. Ist auch nicht mehr schön. Also der macht einfach noch Feuerschaden hier. Muss ich eigentlich Waffen durchdringen lassen? So, jetzt kommen wahrscheinlich erstmal die Spaßvögel hier. Komm Slayer, zurück Slayer. Mann. Das, sowas ist halt echt ein bisschen unnötig. So, diesmal wirst du nicht vergessen. Auch hier, wo da die ganze Horde herkommt. Auch mal Spargeschock. Okay, da war es einer. Hat kein Problem. Oh, da ist jetzt hier gekommen. Ich habe auch so das Gefühl, dass die schweren Attacken hier irgendwie effektiver sind. Also ich benutze die echt öfters. Wie im ersten oder im zweiten Teil noch. Und es geht auch schön schnell das Wechseln. Träger der Glut. Krieger des Sonnenlichts. Bin ich auch ein Krieger des Sonnenlichts? Bestimmt. Hierfür nehmen wir doch mal das große Schwert. Schau dich kaputt! Junge! Achso. Der war noch nicht so weit gewesen. Jetzt, wo sind die hin? Jetzt sind wir so weit gekommen. Dann wechseln wir zum Katana. Bitte. Nein, wieso fährst du wieder hoch? Oh Mann. Ey, wenn der jetzt drauf geht. Was soll der Mist? Folgen.
Alter, da willst du den Leuten helfen? Dann machen sie so einen Unfug. So. Und this is the way we wanna do it for today. Oh Mann. Jetzt nimmt ihr uns einfach mal hier den Aufzug weg. Der Hund. Ja, er wird schon runterkommen, der Kollege. Er wird schon runterkommen. So, Leute. Alle drauf. Jetzt beisammen bleiben, ne? Geh einfach mal auf die Seite. Das ist kein guter Geschmack für solche Statuen. Kann ich wenigstens ein bisschen auf eigene Faust erkunden? Ja, minimal schneller. Wow! Wichser her. Okay, wir haben 12 Minuten. Wir holen uns jetzt Leute zur Hilfe. Gehen aber ganz kurz und werten noch das Großschwert auf. Das ist der Plan. Nicht abfacken, machen lassen. Weil sonst geht's wie Julian. Der macht es hardcore, der geht drauf, aber ich will das, was ich habe, auch investieren. Ich bin da halt lieber langsam dafür stetig. Stetig irgendwie sich verbessern, Zeugs ranholen. Ah, just what need. Waffe verstärken. Hier, bam. Und noch einmal, bam. So. Große Scherbe brauche ich jetzt. Dich könnte ich verstärken. Okay. Pretty, be careful. Gut. Dieser andere. Der hat einen coolen Umhang, wo man den nur findet. Kapelle der Läuterung. Das ist ein bisschen das Ding, was ein bisschen die Nabelschnur ist. Weil man von da immer wieder in die Kirche geht. Ich nehme an, dass es eine Kirche ist. Eine fucking impressing one. So. Jetzt benutzen wir das erste Mal in diesem Spiel eine Glut. Wozu haben wir sie denn? Wie viele haben wir denn davon mittlerweile? 16 nur? Wir haben nur 16 davon. Blut wiederhergestellt. Alright. Man biete mir doch Hilfe an. Je mehr, desto besser.
Aber es ist relativ dürftig. Ist aber auch gefährlich, da so Laken hinzustellen, wenn da so Kerzen sind. Wieso hauten das jetzt nicht hin? Phantom kann nicht beschworen werden. Kann nicht beschworen werden. Kann nicht beschworen werden. Oh Mann. Wieso können die nicht beschworen werden? Warum habe ich wieder das Nachsehen? Was ist da los, liebe Leute? Alter Mann. Ansonsten gehe ich gleich mal kurz aus dem Spiel raus, einfach. Wie wäre das? Das ist doch doof. Ich fühle mich hintergangen, wenn ich das so sagen darf. Hilft man den Leuten? Aber nö. Hier war doch gerade was. Neid. Hier Hulk. Den könnte ich bestimmt beschwören. Knobus. Wetten? Der ist sofort beschwört. Komm schon. Rufsymbol berühren. Oh Mann, was ist denn da los immer? Vielleicht finden wir noch jemand auf dem Weg. Los, komm, wir gehen einfach. Ich will die letzten verbleibenden Minuten noch dafür nutzen, wenigstens diesen Aufzug zu holen. Wenn wir ein bisschen überziehen, ist mir das dann auch wurscht. Ich hoffe einfach, dass es jemand, der ist halbwegs fähig. Halbwegs fähig. Der muss nicht Ultra sein. Geh doch weg. So. Gut. Auf geht's, weiter geht's. Ah, hier sind ja auch ab und zu mal noch Leute.
Okay, vielleicht auch nicht. Hätte mir jetzt gut gefallen. Kann ich alles haben. Ach, guck mal, da liegen sogar noch Seelen von mir. So weit sind wir da gekommen. Er hat es versucht. Sagen wir einfach, er hat es versucht. Er hat es versucht. Alter, was macht der denn? Der macht hier auch das Suizidkommando. Gut, 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 gut. Jetzt gehen Sie bitte vor. Gehen Sie bitte vor. Das ist jemand Liebes, der hilft. Awesome. Nicht ganz tot, aber ziemlich tot. Gut. Erstmal ihn hier kommen lassen. So, da muss ich um 5 raus. Ich sag mal, achso. Gute Nacht, Scheinerchen. Schlaf gut. Erhol dich gut, dass du so schnell wieder aufbein bist. Uiuiui. Jetzt heile ich mich mal. Okay, ich hätte mich gut geheilt. Wir wissen. Ist hier drin irgendwie was? Problem, das nehmen wir mit. Naja, eine Seele, immerhin. Immerhin eine Seele. Oh, nice. Ja, das kriegen wir hin. Auch zu zweit kriegen wir das hin. Nicht übermütig werden. So. Damn. Wir halten echt viel aus. So, wunderbar. Grabrechter Wickel. Na wunderbar. Selbe Haltung, selbes Game, ja. So ist es halt. Ich habe halt nur den Stuhl, ne? Wenn ihr das meint. Hoffe ich einfach mal. Ja, diese Woche ist Dark Souls. Wochenende. Woche. Damit muss man noch rechnen. Holen wir uns die oder holen wir uns die nicht? Wir holen uns die. Shit, Mann. Zeit ist abgelaufen, aber die Abkürzung schalten wir noch bei.
Wow, wow, wow. Was ist da los? Mr. Großmaul-Axt. Der sich nicht ganz so sicher ist, wo er hinspringen will. One down, one more to go. Zack. Wham. Awesome. Das soll selber spielen, ist es noch weniger ein Problem. So. Wir machen einmal den hier. Mittlerweile taugt er auch. Loot! Haben wir die schon mal uns wieder zurückgeholt? Dann geht's mal weiter. Gefreiter. So. Die Stelle haben wir gesehen. Wir setzen ganz kurz ab. Und sind gleich oder das nächste Mal wieder am Start, wenn wir die Abkürzung freischalten und uns dann hier mal ein bisschen umgucken werden. In der Hoffnung, mit Hilfe von Kommando S KE oder K.